Herzlich willkommen zur digitalen Bildungsreise. Heute geht es nach Finnland, zumindest digital. Also sitzen tun wir ja beide in Österreich, liebe Martina. Gell? Wie ist denn zu dieser Reise gekommen? Vielleicht magst du kurz ein bisschen erzählen, wie seid ihr auf die Idee gekommen, dass ihr nach Finnland reist? Naja, an und für sich ist cool, kooperatives offenes Lernen, ja, auch durch so eine internationale Kooperation entstanden mit Holland, Dänemark und so weiter. Das ist jetzt schon länger her. Und wir machen regelmäßig Studienreisen oder Bildungsreisen ins Ausland, um wirklich so ein bisschen out of the box in anderen Systemen gute Schulen kennenzulernen, uns dort inspirieren zu lassen und dann mal zu schauen, was können wir für uns nach Österreich mitnehmen und wie können wir unsere Schulen, unsere Schulstandorte im Bereich Unterrichts- und Schulentwicklung wieder einen Schritt weiterbringen, einen Schritt in die Zukunft bringen. Also es geht vor allem um Inspiration, um Ideen gewinnen und die dann sozusagen zu transferieren nach Österreich. Ja, und Finnland, wissen wir eh, steht, was Bildung betrifft, immer ganz oben auf diversen Listen und Rankings. Und ja, hat einfach eine ganz spannende Herangehensweise, was Bildung, Bildungssystem und auch Schule und Unterricht betrifft. Und da wollten wir halt unbedingt wieder einmal hinfahren. Die Cool Community war 2013 schon einmal dort und jetzt haben sie 2018 eine große Bildungsreform wieder auf den Weg gebracht und haben uns gedacht, 2022 ist ein gutes Jahr, da haben sie schon einiges ausprobiert Ja, und super. wollten dann doch wieder mal hinfahren. Ja, perfekt. Sehr gut. Ja, für alle, die jetzt gerade so reingestoßen sind, wo wir schon jetzt ein bisschen gequatscht haben, herzlich willkommen. Mein Name ist Christina Haslauer. Ich darf heute das Webinar moderieren und freue mich irrsinnig, dass die Martina Piok zugesagt hat und mit uns heute diese Reise nach Finnland antretet. Falls ihr Fragen habt, bitte gerne in den Chat. Wir werden schauen, wie das vom Ablauf hereinpasst. Wir werden zwischendurch die Fragen beantworten und sonst auch danach, also wir so circa die letzten 10 Minuten des Webinars, werden wir uns an eure Fragen wenden und schauen, dass wir die beantworten können. Genau, also werden wir jetzt gleich immer loslegen. Die Martina hat für uns ein bisschen was vorbereitet und ein paar Impressionen aus Finnland für uns. Und ich bin schon sehr gespannt, was du so erzählen wirst und was wir uns mitnehmen können für uns in Österreich, für unsere Schulen. Ja, ich hoffe, ich kann ein bisschen was von dieser Inspiration weitergeben. Ich habe da eine kleine Präsentation vorbereitet, die ich jetzt teile. Ja, ich habe es vorher schon gesagt. Ich bin von der Lehrerinneninitiative Cool, kooperatives offenes Lernen nennt sich das. Und wir sind zu 30, dem heuer in der letzten Ostferienwoche, also Ende August, Anfang September, nach Finnland gefahren und haben dort 6 finnische Schulen kennengelernt und uns eben mit dem finnischen Schulsystem auseinandergesetzt. Ja, wer was Näheres zu Cool wissen will, der kann sich eh dann nochmal auf unserer Website umtriebig machen. Das lassen wir jetzt mal aus. Ich möchte am Anfang ganz kurz sagen, wie das finnische Schulsystem aufgebaut ist, damit man das, was ich nachher von den Schulen erzähle, auch ein bisschen besser versteht und dass man es ein bisschen einordnen kann. Ihr seht da rechts eine Grafik, wo es jetzt diese frühe Kindheit und diese Pre-Primary Education, die geht bis 6 Jahre, also im Grunde genommen so wie in Österreich die Elementarbildung. Und dann kommt die Comprehensive School, also eine gemeinsame Schule der 7- bis 16-Jährigen. Also 9 Schulstufen werden die finnischen Kinder gemeinsam unterrichtet, also gibt es keine Trennung in irgendwelche unterschiedlichen Interessen oder Leistungsniveaus und so weiter. Und ab der 10. Schulstufe, gibt es dann eben die Auswahlmöglichkeit, in eine General Upper Secondary School zu gehen. Das entspricht circa unseren AHS-Oberstufen, aber eben nur 3 Jahre, oder in eine Vocational Institution zu gehen, also in eine berufsbildende Schule, aber eben auch nur 3 Jahre unter Anführungszeichen. Bei uns wären das ja 4 oder 5 Jahre in der Oberstufe. Und am Ende steht dann die Matura. Das finnische Bildungssystem ist auf allen Ebenen ganz stark von Werten getragen, die auch tatsächlich, wenn man dort ist, irgendwie spürbar und sichtbar werden. Also es ist wirklich eine ganz spannende Sache, dass wenn man da in diese Schulen reingeht, dann ist es auch so. Und man weiß, dass es so ist. Ja?
Also es sind jetzt nicht nur Schlagworte von Leitbildern oder so, sondern diese Worte leiten ganz konsequent das tägliche Unterrichtsgeschehen und die Schulentwicklung. Ein ganz wichtiger Wert ist da für das finnische Schulsystem insgesamt Equity in Education. Das heißt, es geht wirklich darum, für alle Kinder und Jugendlichen eine gleichwertige Bildung anzubieten und ihre Potenziale zu maximieren. Das heißt, es soll wirklich für alle, egal mit welchen Stärken sie da sind, mit welchen Potenzialen sie da sind oder wo sie auch hinwollen in ihrem Leben, das geboten werden, dass sie sich gut entwickeln können. Und da steckt da eben schon dieses Individual drinnen, ja. Also wirklich auf die einzelnen Kinder und Jugendlichen abgestimmt. Und das ist wirklich ganz besonders, finde ich, das Bildungssystem basiert auf Vertrauen und Verantwortung. Das heißt, auf allen Stufen wird einer, sage ich mal, nachgeordneten Stufe, die aber dort auch nicht so wahrgenommen wird, wenn wir nachher vielleicht noch ein bisschen was reden können, Vertrauen entgegengebracht und gleichzeitig auch die Verantwortung dafür gegeben, dass man das, was der finnische Bildungsrahmen oder der Lehrplan vorgibt, in der besonderen Weise am jeweiligen Standort umsetzt. Also es gibt bis auf den Lehrplan und dann eben diese abschließende Prüfung, die Matura, kaum Vorgaben. Ja, also die finnischen Schulen sind so selbstständig, fast so selbstständig wie bei uns Unternehmen. Ja, die kriegen sozusagen Geld zugewiesen, je nachdem, wie viele Schülerinnen und Schüler sie haben. Und es gibt eben diesen Lehrplan und diesen curricularen Rahmen. Und innerhalb dieser Rahmenbedingungen kann sich eine Schule bewegen, wie sie will. Wichtig ist, dass eben halt übers Jahr gesehen dann bestimmte Kompetenzen bei den Schülerinnen und Schülern gefördert worden sind, beziehungsweise diese Kinder und Jugendlichen dann auch entsprechend kompetent sind. Ja? Also es geht am Ende des Tages darum, dass es kompetente Kinder und Jugendliche gibt. Ja, wir waren vornehmlich in Helsinki. Dort haben wir unsere Bildungsreise gestartet und einen Tag waren wir dann auch im Westen von Finnland. Das erste, was wir uns angeschaut haben, war Omnia. Omnia liegt in Espoo. Das ist ein Stadtkonglomerat im Bereich von Helsinki. Also das besteht aus drei solchen Stadtkonglomeraten und Espoo ist ein Teil. Also es gibt diese Metropolitan Area von Helsinki und dann eben Espoo und noch ein anderes Stadtkonglomerat. Und das ist eine Vet School, also eine Schule für Vocational Education Training. Das muss man sich vorstellen, eigentlich wie eine Schule, würden wir wahrscheinlich gar nicht mehr sagen. Dort sind 20.000 Schülerinnen und Schüler an 4 bis 5 verschiedenen Standorten, also 2 kleinere Standorte gibt es und dann eben einen ganz großen, wo wir waren. Und es ist sozusagen das, was bei uns Lehrausbildung mit Berufsschule und diese berufsbildenden Schulen sind, alles in einem gedacht. Ja, also da gibt es jetzt nicht diese Unterscheidung, man macht eine Lehre oder man geht in eine berufsbildende Schule, sondern das findet alles unter einem Dach statt, ab 16 und wird in Finnland mittlerweile auch in die Erwachsenenbildung, in die Fort- und Weiterbildung hineingedacht. Das heißt, alles, was sozusagen bei uns extra Institutionen machen, wie das AMS, die Wirtschaftskammer, das WIFI und BFI und so weiter und so fort, ist in Finnland getragen von diesen Bildungsinstitutionen, die ab 16 sozusagen Vocational Education Training anbieten. Sprich, diese Gruppen, die da miteinander arbeiten, sind immer gemischte Gruppen von 16- bis 20-Jährigen, aber dann eben auch von Erwachsenen. Circa ein Drittel der Schülerinnen und Schüler oder Studierenden sind im klassischen Alter zur Matura hin und dann die anderen 2 Drittel sind vor allem Erwachsene. Und man sieht schon, hat eine Frage, und zwar gibt es am Ende eine Zentralmatura. Ja, die Matura ist zentral, genau, und die gibt es am Ende. Also wer auf die Universität gehen will, muss am Ende eben diese Prüfung ablegen in verschiedenen Fachbereichen und ist zentral. Mhm. Die wird vom Staat aus gemacht. Mhm. Und da werden die Studierenden trainiert. Ja, wir sehen hier eben die Näherei. So
sowas wird dort zum Beispiel gemacht. Also die sind durchaus sehr künstlerisch auch unterwegs. Die haben da eben ihre die Lampenschirme im Schulhaus entsprechend gestaltet. Also sie haben auch immer wieder ganz praktische Aufträge von außen oder aus der Schule. Das heißt, sie arbeiten tatsächlich dann auch in ihren Werkstätten, wenn möglich für die Praxis oder dann auch in der Praxis. Also alle Studierenden, die eine Berufsausbildung, eine klassische machen, haben immer auch einen Lehrplatz, unter Anführungszeichen, also so einen Praxisarbeitsplatz. Wobei die da, sage ich mal, so circa ein Viertel bis Maximum ein Drittel in dieser Praxisarbeitsstelle verbringen und sonst eben an der Schule sind. Ja, da rechts, das ist jetzt nur einfach so ein Bild, dass man sieht, was diese Institution, also Omnia, alles anbietet. Wenn man da nach oben geht, den Bleistift entlang, da links draußen, da sind das, dann diese, ist quasi die Schule, ja. Aber außen herum sind ganz viele andere Kurse und Möglichkeiten, die Menschen haben, wenn sie dann in diese Institution reingehen. Zum Beispiel da rechts ist Skills Center for Immigrants im Orangen drinnen. Also die haben tatsächlich auch ein unheimliches Wissen und Know-how in dem Haus drinnen mit unterschiedlichsten Gruppen, die in ESPO leben. Und das Spannende an dieser Geschichte ist, das gilt auch für die anderen Oberstufen, dass sie mit sogenannten Individual and Flexible Learning Pathways arbeiten. Das heißt, seit 2018 ist das finnische Bildungssystem so gedacht, beziehungsweise mit dieser Bildungsreform auch so reformiert worden, dass es möglich sein muss, für alle Jugendlichen und Erwachsenen hier einen individuellen Bildungsweg zu gehen. Ja, das heißt, mit der eigenen Geschwindigkeit, mit den eigenen Schwerpunkten und auch dann mit den eigenen Vertiefungen, die möglich sind. Dieser individuelle Lernweg wird in einem sogenannten Personal Competence Development Plan festgelegt. Das heißt, jährlich gibt es eben diesen Lernbegleiter, diesen Tutor, diese Lehrperson, die als Tutor in der Schule angestellt ist, die mit jedem Jugendlichen in der Schule und eventuell, wenn das im ersten Jahr haben sie das noch nicht, aber dann im nächsten Jahr mit demjenigen, der am Arbeitsplatz für sie zuständig ist, eben so einen Plan ausarbeitet, welche Module, welche Kurse belegt werden sollen, in welchen Bereichen es wichtig wäre, dass sie sich vertiefen, wenn sie den und jenen Lehrabschluss haben wollen, wo sie vielleicht Spezialkurse besuchen können, weil sie da entsprechende Kompetenzen haben. Oder auch, wenn sie mal nicht entsprechend weiterkommen, wie man sie dabei unterstützen kann und welche Kurse dann entsprechend werden. Also wir haben dann wirklich am Anfang des Schuljahres einen Jahresplan, wo sie dann wissen, wie sie die Kurse belegen. Diese Kurse sind in 8-Wochen-Rhythmen eingeteilt, 5-mal im Jahr. Das heißt, es gibt 7 Wochen Kurs und eine Woche Prüfungswoche, wo sie die Kurse, die sie belegt haben, dann in solchen Kompetenzprüfungen nachweisen müssen. Da gab es noch eine Frage, Martina, und zwar gibt es auch in der Vet School eine Zentralmatura? Ja, also diejenigen, die sich entscheiden, dass sie auf die Uni gehen wollen oder eben diese Zentralmatura machen wollen, die werden dann entsprechend vom Tutor-Teacher beraten, dass sie auch die richtigen Kurse belegen, damit sie dann diese Zentralmatura schaffen können. Ja, da braucht man bestimmte Kompetenzpoints und natürlich Kompetenzen, damit man dann entsprechend realisieren kann, also auch die Prüfung gut schaffen kann. Mhm. Das kann sich auch, und das ist auch das Spannende, während der Zeit ergeben, dass man sieht, okay, da ist jemand, der wirklich in bestimmten Fachbereichen so gut ist, dass es wichtig wäre, dass er auf die Universität geht und das nochmal vertieft, weil er da für die Gesellschaft auch was ganz Wertvolles einbringen kann und dass man dann die dahingehend berät, dass sie doch diese Matura machen, obwohl sie vielleicht vorher nur einen Lehrabschluss, keine Ahnung, in der Schneiderei wollten. Mhm. Ja? Nachdem das alles unter einem Dach ist, ist es auch relativ leicht zu switchen oder Ziele zu verändern, ja, in welche Richtung auch immer. Und die Schule verlassen sie erst, wenn sie kompetent sind.
Sie verlassen die Schule nicht zwingend nach 3 Jahren, das ist so der Durchschnitt, wie lange man dort ist. Wenn sie noch nicht kompetent genug sind, warum auch immer, bleiben sie noch ein viertes oder ein fünftes Jahr da. Oder wer halt schon viele Kompetenzen am Anfang mitgebracht hat, braucht vielleicht nur 2 Jahre. Das heißt, da in der Erwachsenenbildung kann ich kommen und sagen, ich bin in dem und jenem Bereich bereits kompetent und diese Kompetenz sofort nachweisen. Das ist also ein Prinzip, das sie implementiert haben. Es darf keine Kompetenz verloren gehen, die schon da ist. Ja, das heißt, auch für Migranten zum Beispiel, die bereits etwas können, die können sofort zu dieser Kompetenzprüfung direkt am Arbeitsplatz antreten und das einfach zeigen, was sie können. Und dann haben sie damit schon ihre Kompetenzpoints, die sie für einen Abschluss brauchen, erledigt. Ja, also egal, woher man was kann, wenn man etwas kann, dann darf das nicht verloren gehen. Mhm. Und ob das ein Hobby war oder nicht, ist nicht relevant. Vielleicht da gerade ganz gut passend eine Frage, ob die Schulen auch mit Betrieben zusammenarbeiten. Ja, da gibt es fixe Betriebe. Jeder Student jede Studierende muss einen, wenn man jetzt eine Berufsausbildung macht, einen Arbeitsplatz auch haben, so wie eine Lehrstelle unter Anführungszeichen. Ja? Wobei sie dort eben nicht so viel Zeit verbringen, wie das bei uns ist bei Lehrstellen, weil es ja eben eine integrierte Ausbildung ist. Da sind sie eben so 20% ungefähr ihrer Studienzeit direkt am Betrieb, wo sie wirklich mitarbeiten, so wie auch am Lehrplatz. Und dort legen sie auch die Prüfungen ab. Die berufsbildenden Prüfungen werden dort abgelegt. Also da gibt es dann die Lehrperson, die für dieses Fach zuständig ist, die das koordiniert. Und dann mit dem Ausbildner oder Ausbildnerin am Arbeitsplatz gemeinsam diese Prüfung abnehmen zu einer bestimmten Kompetenz. Bestimmten Fachbereich. Die allgemeinbildenden Sachen werden in der Schule sozusagen abgeprüft und die berufsbildenden Dinge, Kompetenzen werden direkt am Arbeitsplatz geprüft. Mhm. Ja, da sieht man uns durch die Werkstätten schreiben. Sie haben also in dem Haus ca. 25 Lehrabschlüsse, die man dort kriegen kann. Also was bei uns halt quasi ein Lehrabschluss wäre, das ist jetzt Landschaftsgärtnerei, also da haben Sie da hinten, sieht man das, so einen Bereich, wo man dann wirklich so Gartengestaltung lernen, trainieren und üben kann. Oder da rechts drinnen, da haben Sie so einen kleinen Bereich, wo Sie so Pflanzen eingesetzt haben und da eben Pflanzen züchten. Also das ganze Haus besteht aus unheimlich vielen solchen Lehrwerkstätten und dann auch natürlich aus ganz vielen normalen Klassenräumen, in denen gelehrt wird. Ja, ich habe jetzt da nur, wenn es Ihnen interessiert, ganz kurz die Strategie dieser Bildungsinstitution hier reinkommen von Omnia, weil ich eben vorher gesagt habe, also deren Strategien und Leitbilder und Werte, die leben die auch wirklich. Ja? Also das, was da steht, das machen die tagtäglich und daran orientieren sie sich auch tagtäglich. Ja? Also sie promoten Inklusion. Es geht vor allem um Skills, also diese Kompetenzen, dieses Handwerkliche. Und was ganz spannend ist und auch in ganz vielen Schulen immer wieder kommt, es geht um das Wohlergehen der Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, also insgesamt der Gesellschaft, ja, und um dieses ein lebenswertes Leben für alle hier zu haben, ja, in der Stadt und in dieser Stadtregion und für die ganze Community. Sie denken es dann auch wirklich so in Richtung Social Sustainability und Cultural Sustainability. Das heißt, sie arbeiten auch ganz stark hier im Bereich, was macht uns und unser Zusammenleben in Finnland aus? Was ist uns da wichtig und was heißt es jetzt, wenn Menschen zu uns in eine Bildungsinstitution kommen? Was wollen wir denen vorleben und auch zeigen, ja, damit sie auch wirklich die Chance haben, in dieser Community sich wohlzufühlen? Und auch die Regeln der Community zu lernen, damit sie sich gut aufgehoben fühlen. Unter Anführungszeichen. Da schauen sie ja zum Beispiel bei Migranten ganz stark drauf, wie sie sozusagen die gut empfangen können und im Sinne des Willkommens heißen, gut hereinholen können in das, was eben Finnland ausmacht und was in Finnland wichtig ist, dass sie da auch Fuß fassen können und auch eine zweite Heimat finden können.
Ja, nächster Schritt. Wir waren dann am zweiten Tag in einem sogenannten Gymnasium. Also das ist jetzt eine allgemeinbildende Secondary School, das war Rotten, Jemen, mit dem Bär. Der Bär ist das große Maskottchen dieser Schule, das findet man ganz oft drinnen und es ist also ein bisschen identitätsstiftend in der Schule drinnen. Die Schule selber ist zusammengelegt worden. Das waren vorher zwei Gymnasien, aber die Stadt hat beschlossen, dass sie das eigentlich irgendwie zusammenlegen wollen, weil es ja darum geht, nicht irgendwie Konkurrenz in der Stadt zu haben und die Kompetenzen der Bildungsinstitution in einer Bildungsinstitution zu stärken. Das sind jetzt 1150 Studierende, die sie dort haben, die alle mit dem Ziel, dass sie eine Matura machen wollen, jetzt da sind. Also da ist jetzt keine Berufsausbildung unter Anführungszeichen dabei. Nur um so ein bisschen ein Gefühl für die Größenordnung zu kriegen. Diese 1000 Schüler, diese über 1000 Schüler haben 70 Lehrerinnen und Lehrer. Also mehr Lehrerinnen und Lehrer gibt es nicht. Und circa 10 weitere Mitarbeiterinnen, also Sozialarbeiter, Psychologen, Krankenschwestern, Krankenpfleger. Also, und dann halt Verwaltungspersonal, Schulwart in die Richtung. Also solche Menschen sind dann auch noch beschäftigt dort. Das heißt, wenn man diesen Schlüssel umrechnet, haben sie eigentlich sehr große Klassen. Ja. Da haben wir dann auch gestaunt, weil man immer so den Eindruck hat, es ist wichtig, je kleiner die Gruppe, desto besser kann man gemeinsam lernen. Aber das ist in Finnland so nicht. Ja. Vielleicht passt da eh ganz gut auch eine Frage, die gerade reinkommen ist. Also wie werden denn Kinder und Jugendliche mit kognitiven Beeinträchtigungen in diesen Schulen beschult oder sind sie in ganz anderen Einrichtungen? Weißt du das, Martina? Habt ihr das? Ja. Nein, also ganz am Anfang war ja Equity in Education. Mhm. Ja, und das heißt, es findet Inklusion statt. Das heißt, alle sonderpädagogischen Förderungen und so weiter sind in Verbindung mit der allgemeinen Schulpflicht zu sehen. Also mit der allgemeinen Schulbildung in Finnland zu sehen. Das heißt, es wird in die allgemeine Schulbildung sozusagen jegliche sonderpädagogische Förderung mit eingebaut. Wir sind alle in der gleichen Schule. Mhm. Was auch in diesen großen Schulen gut machbar ist, ja? Ja. Wenn man dann auch genügend Expertinnen und Experten haben kann. Ja, wenn man reinkommt, kommt man eigentlich in jeder Schule in so eine Aula, die in dieser Schule in dem Fall von einem sogenannten von der Plaza, das ist da rechts, wo wir da sitzen, so dieser Marktplatz, umrahmt wird oder sozusagen dieser Marktplatz bildet das Zentrum, oben wird es von den Tischen umrahmt und da haben wir unseren Vortrag gehabt. Das heißt, das ist also der Versammlungsraum für Schülerinnenversammlungen oder wenn sie irgendwelche Feste zu feiern haben oder sonst was zu besprechen haben, da findet alles statt. Da gibt es dann eben ganz viel Platz rundherum und oben in der Galerie auch zu sitzen. Und diese Tische stehen auch fürs Mittagessen da. Alle Schulen, alle, bieten ein warmes, frisch gekochtes Mittagessen an, das gratis ist. Ja, das heißt, in allen Schulen gibt es eine Mittagspause, wo die Schülerinnen und Schüler dann eben da, in dem Fall in diesem Zentralbereich hier, das Mittagessen einnehmen. Das haben sie auch mit 2018 umgestellt, ja, dass alle Kinder und Jugendlichen eine warme Mahlzeit bekommen sollen in der Schule. Mhm. So, da sieht man uns noch immer sitzen in diesem Bereich. Ja, ich habe eben vorher schon gesagt, man kann es ungefähr 2/3 der Ausbildung sind vorgesehene Kurse, die sie belegen müssen, aber circa 1/3 ist dann auch frei wählbar. Das heißt, da sollen sie sich wirklich ihren Stärken und Potenzialen und Interessen entlang also bestimmten Kursen zu buchen. Und ihr seht da, das sind schon ganz spannende Kurse, die sie da im Gymnasium haben. Bienenbiologie zum Beispiel, Urban Design, ja, dann also verschiedene Science Courses, also das ganz spezielle Dinge gibt es da dann. Und Wintersports, also in alle Richtungen irgendwie entsprechende Spezialisierungen, wo sie sich dann eben jeweils für eine solche
für einen solchen Zyklus von insgesamt 8 Wochen anmelden können. Das heißt, jetzt in Sprachen, die können Sie dann, Sie können diese Grundkurse quasi belegen, diese Pflichtkurse. Und dann kann man sagen, man will sich in einer Sprache weiter vertiefen und dann kann man eben aufbauend sich in der Sprache weiter vertiefen. Aber auch so ganz besondere Dinge einfach ausprobieren, anschauen, ob einem das gefallen würde und so auch herauszufinden, was einen interessiert. Da sind oft eben auch so Wochen dabei, wo man dann auswärts ist, ja, oder Biologie und Schwedisch auf dem Rad zum Beispiel. Ja, das ist der normale Musikunterricht. Da haben wir die Tür aufgemacht, dann haben wir mal geschaut. So geht Musik. Das ist kompetenzorientierter Musikunterricht. Also wenn die Finnen davon sprechen, dass die Kinder kompetent sein sollen, dann sprechen sie tatsächlich wirklich von Kompetenzen. Das ist nicht Kompetenzorientierung, sondern wirklich Hand anzulegen, kompetent zu werden, in dem Fall in Musik, je nachdem, mit welchem Instrument man das machen möchte und gemeinsam zu musizieren, Musik zu erleben und über diese Instrumente und das gemeinsame Musizieren dann entsprechend Musiktheorie, Notentheorie und so weiter, ich bin jetzt keine Musiklehrerin, zu erlernen. Das heißt, die fangen mit dem konkreten, praktischen, haptischen, wie gehe ich an eine Sache heran an, um dann die ganze Theorie, die Einordnung, die Dinge, die jetzt halt für diese Fachwissenschaft wichtig sind, zu integrieren. Ja? Die Lehrerin sagt, Kompetenz heißt, dass ich wirklich auch Musik machen kann, ja? Dass ich das machen kann. Ja? Mhm. Die ganze Musiktheorie kann man im Google auch lesen, hat sie gesagt. Stimmt. Da sieht man jetzt ein bisschen die Räume. Die Klassenräume sind alle sehr flexibel gestaltet und haben innen drinnen jeweils 2, je nachdem, oder ein so ein riesiges Smartboard, das dann halt über einen Computer gesteuert werden kann und sind alle eigentlich durchsichtig, also einsichtig von außen. Und die Gänge sind mit unterschiedlichen Tischinseln ausgestattet, wo die Schülerinnen und Schüler dann auch während des Unterrichts an bestimmten Aufträgen arbeiten. Da sieht man den Gang, wo die Erstklässler, weil wir waren ja im August dort, da hat das Schuljahr gerade begonnen, drinnen sind und die haben da gerade ganz viel Teambuilding und Ankommen in der Schule, einander kennenlernen, weil sie aus der Gesamtschule eher so diesen Klassenverband gewohnt sind. Ja, einen Tag waren wir dann, das war der Mittwoch, im sogenannten Makerspace. Der gehört zu Omnia. Das ist also ein Standort von Omnia. Und da geht es um Digitalisierung schlichtweg. Ja? Also das ist ein Riesenstudio, wo man unterschiedliche Sachen machen kann. Jetzt da zum Beispiel 3D-Druck machen. Rechts sieht man ein Tonstudio, aber man kann auch solche Nows, fassen die, das ist ein Now, programmieren, damit er dann mit einem zum Beispiel spricht. Ja, dieser Roboter. Da gibt's dann auch Möglichkeiten, so verschiedene Sachen im Bereich der Virtual Reality kennenzulernen. Und es ist wirklich ein Makerspace im Sinne dessen, dass die Schülerinnen und Schüler dorthin kommen, um eine Idee, die sie haben, umzusetzen mit den vorhandenen technischen Möglichkeiten, die tatsächlich ja outstanding sind im Sinne von State of the Art, was Digitalisierung betrifft. Also da sind alle möglichen Maschinen und Dinge da. Und da sieht man gerade den Lehrer, die Lehrperson, die diesen Makerspace betreut. Da haben wir gerade ein bisschen Augmented Reality mit dem Handy ausprobiert. Ja, da sieht man dann übers Handy quasi ein Tier über den Sessel laufen. Das es aber in echt nicht gibt. Ja, das ist Tonstudio. Ja, einen Tag waren wir in Turku. Das ist die ältere Stadt, älter als Helsinki, weil es früher wie Finnland, also das Großherzogtum Finnland noch zu Schweden gehört hat, die Hauptstadt war. Eigenständig sind sie ja erst seit 1919. Das ist ein sehr junger Staat. Da waren wir in der Upper Secondary High School, also da haben wir schon eine gehört, gell? Da führt uns gerade ein Schüler durch die Schule. Das ist ganz ein klassisches Schulgebäude, also so ein altes, schönes, ehrwürdiges Gebäude.
Und da haben wir uns vor allem diesen sogenannten STEAM-Approach angeschaut. Also ihr seht da rechts, ich weiß nicht, ob das jeder sehen will, sonst muss man ein bisschen links schauen. Wird da zitiert. STEAM steht für das, was bei uns sozusagen als MINT-Fächer bekannt ist, also für Science, Technology, Engineering und Mathematics. Und sie haben dann in der Mitte noch dieses A für Arts im Sinne der Kreativität mit eingebaut. Das ist jetzt aber bei uns nicht so im Sinne von, wir brauchen mehr MINT, wir brauchen mehr Fächer, mehr Stunden und so weiter, sondern es ist ein pädagogischer Ansatz, wie man diese Wissenschaften, diese Naturwissenschaften auch attraktiver machen kann. Ja, da geht es also wirklich um die Attraktivierung. Da geht es jetzt nicht darum, dass man mehr und besser und noch mehr weiß, sondern wie kann man das den Jugendlichen auch näher bringen, dass sie sozusagen einen Bezug dazu bekommen. Warum brauche ich das? Wofür brauche ich das? Und da arbeiten sie ganz viel mit forschenden und experimentellem Lernen. Ja, also die starten zum Beispiel mit dem Sezieren, um nachher über diverse biologische Einordnungen zu reden. Am Nachmittag waren wir dann in einer Comprehensive School, die ist neu gebaut worden. Da sieht man noch ein bisschen, was da am Bauen ist. Und das war die erste Folie, die uns dort der Direktor gezeigt hat. Und da hat er 10 Minuten darüber gesprochen, was das heißt, zu vertrauen. Und wirklich im Sinne von, also das war immer Herzensanliegen und das hat man in der Schule gesehen. Also das Vertrauen ist sozusagen wirklich auf allen Ebenen des Bildungssystems bis zu den Kindern durchgängig da. Ja? Also zu vertrauen, dass jemand etwas kann, dass er die Verantwortung dafür übernehmen wird und dass er das Beste draus macht, was lernt, weiterkommt, sich entwickelt. Da sieht man auch wieder diesen zentralen Raum in der Schule, wo eben auch gegessen wird und wo man sich auch versammeln kann. Ja, und da ein besonderer STEAM-Zugang, also dieses STEAM, das ich vorher vorgestellt habe, das fangen sie bereits in der Elementarbildung, also im Kindergarten an. Ja. Da geht es jetzt darum, dass man ein Thema sich aussucht, dann Ideen gemeinsam dazu sammelt und dann in solchen Projekten, wo alle Kinder in unterschiedlichen Stadien des Projekts mitarbeiten, gleichzeitig ausarbeitet, um dann so eine Multikooperation zu arbeiten. Und da kommt zum Beispiel sowas heraus. Ja? Das war so ein Wandteppich, den sie die Lautstärke in manchen Räumen, wo es so Halt zu reduzieren, gemacht haben. Der war aber dann so schön, dass sie ihn woanders hinkriegt haben. Und dieses Einhorn ist ein Auftrag vom Kindergarten, wenn sie am Nachmittag schlafen und es eher dunkel ist, dass sie sich nicht fürchten, die Kinder. Da hat die Volksschule den Auftrag bekommen, sich was zu überlegen. Und es hat da ganz oben im Horn ein LED-Licht drinnen, damit es eben ein bisschen heller ist. Und dann haben sich die Kinder gemeinsam in diesem Projekt eben überlegt, was das sein könnte und dieses Einhorn da genäht. Also erst gezeichnet, ausgearbeitet haben es manche. Manche waren eben beim Nähen dran, manche dann später beim Zusammenbauen. Genau, das ist auch das sogenannte Team Approach dort. Okay, jetzt bleibe ich noch ein bisschen da. Das letzte lasse ich aus, das ist aber jetzt cool auch. Die Comprehensive School in Finnland funktioniert so, dass sie in den ersten 6 Jahren mehr Stufenklassen haben. Das heißt, die erste und zweite ist zusammen, die dritte und vierte und die fünfte und sechste. Und dann in der siebten und in der achten erst machen sozusagen einzelne Jahre. Und in der ersten und zweiten Stufe sind in der Schule circa 70 Kinder mit 3 Lehrerinnen, 3 Lehrer gemeinsam. Und werden gemeinsam unterrichtet. Das heißt, es gibt immer wieder so Inputphasen im Zentralraum und dann gibt es rundherum 3 so mit Glas und architektonisch ein bisschen abgetrennten Räumen, wo die Kinder sehr viel selber und in offenen Lernsettings arbeiten und dann halt immer wieder eben auch zu so gemeinsamen Vorträgen oder gemeinsamen Erarbeitungsphasen in der Mitte zusammengeholt werden. Eine Lehrerin wechselt dann jedes Jahr mit der älteren Gruppe der Kinder, die also schon kompetent sind in dieser Stufe.
also von der zweiten in die dritte Stufe sozusagen in den nächsten, in die nächste Stufe, sodass immer wer begleitet. Das habe ich auch sehr spannend gefunden. Und in der Schule zum Beispiel haben sie es so, die haben 3 Einheiten, am Vormittag 2 längere Einheiten zu 75 Minuten und dazwischen eine Dreiviertelstunde Pause, wo alle hinausgehen. Ja, also zuerst einmal eine Arbeitsphase, dann eine lange Pause, Arbeitsphase, Mittagspause und dann nochmal eine Arbeitsphase. Manchmal haben sie auch schon nach Mittagessen aus, also sie haben jetzt circa gleich viele Stunden wie bei uns, hätte ich gesagt. Insgesamt, also von der Unterrichtszeit her. Ja, das ist jetzt noch einmal also eine berufsbildende Schule in Helsinki gewesen, die wir uns angeschaut haben. Die haben da so Lehrvideos hergezeigt, die sie gemeinsam erstellt haben, was sehr spannend war. Vor allem auch im Sozialbereich arbeiten sie ganz stark mit solchen also Lehrvideos, die sozusagen Individualisierung ermöglichen, ja, weil man sie die ganz oft anschauen kann. Und da lernen sie zum Beispiel Beratungsgespräche gut führen. Ja. Oder auch über Virtual Reality zum Beispiel einen Kran bedienen. Ja. Wo ich dann tatsächlich das Gefühl habe, ich sitze im Kran drinnen und kann das ausprobieren. Das heißt, man muss das nicht in echt ausprobieren, sondern kann vorher schon Erfahrungen sammeln, um dann die Dinge sicherer zu machen. Also da geht es vor allem um Sicherheit. Auch Blut abnehmen zum Beispiel kann man so trainieren. Ja. Und nicht direkt am Menschen, sondern zuerst einmal selber trainieren, sicher werden und dann erst, wenn man selber Sicherheit gewonnen hat, das dann als Krankenpflegerin, als Krankenpfleger umsetzen. Oder rechts ist so ein Lehrvideo zu einer Küche, wo man überall reinschauen kann und dann erfährt, welche Geräte es da gibt. Und das ist auch ganz, wird ganz stark auch im Bereich sprachsensibler Fachunterricht angewandt. Ja, Finnisch sprechen nicht so viele, also vor allem die im nach Finnland migrieren, haben da natürlich einiges zu tun und da arbeiten sie ganz viel mit solchen Lehrvideos, ja, wo die einfach dann selber auch von zu Hause aus diese Videos anschauen können und das lernen können. Ja, das Pädagogie-Team sind nicht die zwei, die haben wir schon vorher kennengelernt, das sind eben die NAUs, die man programmieren kann. Die können zum Beispiel auch in der Fremdsprache so Gespräche führen oder Vokabeltraining machen mit einem. Ja. Die verbessern auch die Aussprache dann. Also gerade in der Fremdsprache werden die ganz oft eingesetzt. Okay, mein Abschlussbild. Bodi, Helsinkis Wohnzimmer. Ich weiß nicht, wer schon in Helsinki war. Das ist die neue Stadtbibliothek in Helsinki und die ist wirklich, wirklich outstanding. Also wir sind da rein und es ist uns der Mund offen geblieben. Im ersten Stock ist die Zukunft zu Hause. Vom Tonstudio bis zum digitalen Drucker und so weiter, wo alle Bewohnerinnen und Bewohner Helsinkis eingeladen sind, reinzukommen und auszuprobieren. Dann gibt es auch Räume, wo man Playstation spielen kann und Fußball schauen kann und was auch immer. Und im zweiten Stock ist eine sehr moderne, klassische Bibliothek, die wir auch kennen, also wo man sich die Bücher ausleihen kann. Ja. Ja, super. Wow. Sehr, sehr inspirierend. Ich glaube, da würde man auch gern mal ein bisschen Zeit verbringen in diesem Wohnzimmer. Unglaublich. Ja, Martina, da sind einige Fragen jetzt im Chat gelandet. Okay. Und zwar, wie denn das Beurteilungs- und Notensystem aussieht. Das ist mehrmals gekommen. Also gibt es Zeugnisse, gibt es Noten, wie bekommen die Kinder sozusagen ein Feedback? Genau. Die Kinder bekommen quasi während der Lernzeit permanentes Feedback, also keine Noten unter Anführungszeichen. In der Comprehensive School bekommen es, glaube ich, erst in den letzten 2 Stufen Noten. Wobei die Noten dann in der 9. Schulstufe relevant sind, welche weiterführenden Schulen sie gehen können. Also da besteht dann sehr wohl auch Notendruck unter Anführungszeichen, weil man dann halt die besseren Schulen mit besserem Notendurchschnitt eben sich aussuchen kann und auswählen kann. Aber davor gibt es keine Noten, da geht es um Kompetenzen. Und wenn ein Kind in einem Bereich kompetent ist, dann geht es den nächsten Schritt. Und wenn es noch nicht so kompetent ist, dann wird es eben noch bei einer bestimmten Sache bleiben. Und in der Upper Secondary School, also im Gymnasium, in diesen Oberstufen oder in der berufsbildenden Schule,
gibt es diese Prüfungswochen, ja, 7 Wochen Kurs, da geht es nur ums Lernen und dann gibt es eine Prüfungswoche, wobei sie da schon auch flexibel sind, das heißt, sie können auch zum Beispiel Portfolios erstellen, schon während der 7 Wochen oder bestimmte Teilprüfungen mit Lehrpersonen machen oder manche Lehrpersonen, zum Beispiel die Musiklehrerin, sagt, sie prüft das gar nicht, okay, weil das keinen Sinn macht, ja. Ja, für Musik und für das, was das Ziel in Musikkompetenz zu sein ist. Ja, aber sie kriegen Noten, ja, und die Noten spielen dann auch für die Universität eine Rolle. Also sie müssen in dieser Prüfungswoche kriegen sie dann Noten für die einzelnen Fächer. Was sie jetzt für ein Notensystem haben, weiß ich leider nicht, ja, welche Grades sie da ausgeben, aber es gibt welche. Ja, da ist noch eine Frage, und zwar kreative Fächer, sind die gleichwertig mit sozusagen, wie wir kennen, wir haben sozusagen die Nebenfächer und die Hauptfächer, oder sind die gleichwertig, die kreativen Fächer mit diesen Hauptfächern, wenn man das überhaupt so sagen kann? Weißt du das, oder ist es eigentlich... Ja, prinzipiell ist ja dies, also ich würde jetzt einmal behaupten, dass diese Wertigkeit ja durch das Notengeben entsteht, ja. Die einen Fächer haben Schularbeiten und die anderen mit, und dann sind eben die Schularbeiten schon wichtiger, weil da muss man viel mehr lernen und so weiter, und da ist man mehr unter Stress. Nachdem es ja jetzt in den ersten 6 Jahren sowieso keine Noten gibt, gibt es jetzt auch nicht das Thema, dass da irgendwas nicht gleich wichtig sein könnte. Und jetzt habe ich von dem STEAM-Approach geredet, ja. Also da ist das auch ganz absichtlich drinnen, weil diese Kreativität, sagen Sie in Finnland, das muss gefördert werden. Das ist das, was uns in die Zukunft bringt. Ja, wenn der Staat, die Wirtschaft, die Gesellschaft in die Zukunft gehen will, wenn wir bestimmte Arbeitsplätze in der Zukunft haben und da Leute brauchen, die da gut sind, die was können, dann muss man da hinschauen und dann muss man da in der Schule, in der Bildungsinstitution einfach Räume schaffen, wo man das erlernen kann. Mhm. Für Betriebe, gibt es da eine Selbstverständlichkeit oder eine Art Verpflichtung, Praktikantinnen zu betreuen? Oder haben die da so eine Art Vertrag? Oder weißt du das zufällig, ob das irgendwie eine abgemachte Sache ist oder wie das abläuft? Prinzipiell arbeiten alle in den Systemen auf Ebene der Kooperation. Ja, es gibt jetzt nicht jemand, der ist mehr oder weniger, sondern man schaut gemeinsam, wie können wir das schaffen? Und Espoo als Stadtgemeinde schaut gemeinsam, das heißt mit der Bildungsinstitution, mit den Jugendlichen, mit den Kindern und allen Betrieben, die ja dann auch Leute haben wollen, ja, die wollen ja dann auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden, wie man das gut gestaltet. Das heißt, da fühlen sich auch alle in der Verantwortung, Bildung zu gestalten. Das ist nicht abgeschoben irgendwo hin, sondern die gesamte Gesellschaft, die da lebt, oder die in Finnland ist, mit allen Institutionen, die es gibt, von Wirtschaft bis Schule und so weiter, wollen Bildung. Ja, das ist einfach ein nationaler Konsens. Insofern haben sie, so haben sie es auch erzählt, keine Schwierigkeiten, da jetzt auch Betriebe zu finden, weil sie auch von der Bildungsinstitution her auch gut serviciert und betreut werden. Das sieht die Bildungs-, jetzt in dem Fall Omnia, auch als ihre Aufgabe, dass die Betriebe gut betreut werden und die Leute, die dort ausbilden, eine gute Ausbildung kriegen, damit sie auch Lehrende sein können. Mhm. Ja. Das ist eine andere Herangehensweise. Das ist anders wie in Österreich. Ja, das ist nicht die Frage, finden wir Plätze, sondern das ist ein gemeinsames Anliegen. Ja. Ja, dann gibt es so die Frage noch, wie funktioniert denn die Integration in der elementaren Schule, wenn wir das ja eh nicht schon beantwortet haben, oder sind es da einfach auch 70 Kinder und 3 Lehrpersonen, oder gibt es da dann eben für diese Kinder mit besonderen Bedürfnissen auch eine extra Lehrperson oder extra Personal? Also Sie haben in der einen Schule haben Sie eine Spezialistin oder nur 2 Spezialisten, hat er gesagt, da gehabt, die eben für sowas besondere Ausbildungen haben, um da zu unterstützen und zu schauen, dass diese Kinder auch gut lernen können und in diesen Gruppen auch gut weiterkommen. Mhm. Die haben sie schon. Das dürfte so ähnlich wie bei uns sein, ja, dass man da sich dann Expertise aber im Haus holen kann, die einem da weiterhelfen. Nochmals Verständnisfrage von einer Teilnehmerin. Also das heißt, in dieser Primary School wird einfach geschaut, okay, die Kinder haben diese Kompetenz erreicht oder nicht erreicht. Ja?
oder? Also ganz am Anfang. Und wenn sie es eben nicht erreicht haben, bleiben sie sozusagen noch ein bisschen länger in dieser Klasse und gehen erst dann weiter, wenn sie sozusagen diese Kompetenzen erreicht haben. So hätte ich jetzt verstanden. Stimmt das? Ja, genau. Das heißt, erste, zweite Schulstufe, der Durchschnitt braucht 2 Jahre. Aber es kann eben auch sein, dass jemand super schnell ist und dann einfach schon früher wechselt nach einem Jahr. Oder dass jemand eben 3 Jahre in dieser ersten, zweiten Stufe bleibt. Also in der ersten Stufe, die erste und zweite Klasse umfasst. Und dann erst wechselt. Ja. Und was sie immer wieder betonen, no child left behind. Ja. Also das ist der große Auftrag, dass alle Kinder und Jugendlichen, die da in der Schule sind, in irgendeiner Form was lernen können, zu einem Abschluss kommen, um dann ihr Leben auch entsprechend gestalten zu können und in der Gesellschaft sich auch bewegen zu können. Ja. Also es gibt no death end. Ja. Mhm. Und wenn man es dann nachfragt, ja, ob es dann doch irgendwie Schwierigkeiten gibt mit dem und jenem, kriegt man als Antwort, we try not to fail. Ja. Also das ist die Aufgabe der Bildungsinstitution, nicht zu scheitern. Mhm. Also es scheitert nicht das Kind, ja, sondern es ist die Aufgabe der Bildungsinstitution, nicht zu scheitern. Es ist ein anderes Denken. Ja, ganz anderes Denken, ja. Ja. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wir sind jetzt schon ein bisschen über der Zeit. Wir haben so ein, zwei Fragen. Also wer gerne noch dabei bleiben möchte, wir würden die Fragen noch gerne beantworten. Ansonsten gibt es dieses Webinar auch zum Nachsehen auf unserer Homepage in 2-3 Tagen. Und dann kann man sich diese Fragen dann noch anhören, falls jemand jetzt nicht mehr Zeit hat. Genau. Ja, also ganz eine spannende Sache in Finnland, weil es halt so komplett anders ist wie bei uns in Österreich. Gibt es etwas, wo du sagst, boah, das habe ich mal mitnehmen können jetzt für Österreich, für das war was nehme ich mit in meine Klasse oder in die Schulen? Weil wir ja wissen, was bei uns ja ganz anders abläuft. Gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, ja, das kann ich mal mitnehmen, auch wenn ich jetzt nicht diese tollen Räume habe, die tollen Schulen, diese Infrastruktur. Gibt es was ist, wo du sagst, das lässt sich trotzdem umsetzen? Ja, also was mich unheimlich beeindruckt hat, weil jedes Jahr immer wieder, also bei COOL mit den 3 COOL-Prinzipien versuchen, ist diese Werteorientierung. Also alle Schulen haben eigentlich 2, 3, 4 so Werte, die ihnen wichtig sind, nach denen sie ja ihr ganzes Programm ausrichten und mit denen sie das anschauen. Ja? Abgesehen von den Werten aus dem finnischen Schulsystem heraus, so wie Innovation zum Beispiel. Ja? Wenn Innovation wichtig ist, dann ist es sozusagen eine Strategie der lokalen Behörden. Also das wäre vielleicht noch wichtig zu erwähnen, die lokale Verwaltung, die lokale Behörde ist sozusagen gemeinsam mit der Schule verantwortlich für die Bildung. Da gibt es jetzt keine übergeordneten Stellen irgendwo, sondern die gestalten gemeinsam für ihre Region die Bildung, weil dort auch die Kinder und Jugendlichen später dann in der Gesellschaft leben und Arbeitsplätze bekleiden und so weiter und einfach auch, ja, die Zukunft sind in Wahrheit. Das ist sehr spannend und das, glaube ich, ist schon was einen auch triggert und was auch hilft, sozusagen selber zu lernen und wirklich auch was umzusetzen, dass es ankommt. Ja, was ist mir eigentlich das ganz Wichtige, dass ich den Kindern und Jugendlichen mitgebe? Und das kann man in jedem System machen, das kann man für sich selber machen oder in einer größeren Gruppe oder in der Schule. Und dann auch dieser STEAM-Approach, also das wirklich das Lehren auf den Kopf zu stellen und bei der konkreten Sache anzufangen und auszuprobieren und dann Wissenschaft draufzubauen, ja, und dazuzugeben, ja. Also das sozusagen dieses konkrete, warum mache ich was und wozu soll das gut sein und sich selber ausprobieren und wirklich selber lernen, der Ansatz ist, um Lernen einfach attraktiv zu machen und dann auch für Dinge attraktiv zu machen, die bei uns oft nicht attraktiv sind. Ja. Weil sie sehr theoretisch bleiben. Ja. Ja, ich glaube, das war so richtig ein toller Schluss,
Input von dir, was wir uns noch umsetzen können, bei uns auch in Österreich an den Schulen. Wir haben jetzt leider nicht alle Fragen beantworten können. Wenn es jetzt wirklich unter den Teilnehmerinnen noch Fragen gibt an uns, gerne einfach auf die offizielle Homepage, beziehungsweise in der Homepage gibt es ja auch diese E-Mail-Adresse, wo Sie uns schreiben können. Wir werden das dann beantworten und das Webinar gibt es dann in den nächsten 2 bis 3 Tagen online. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, liebe Martina, dass du uns da so einen tollen Einblick gegeben hast. Das war irrsinnig spannend und inspirierend. Also sehr, sehr schön, dass wir auch ein bisschen Finnland jetzt mit schnuppern haben können. Ja, und alle Teilnehmerinnen wünschen wir noch einen wunderschönen Abend, vielleicht bei schönem Herbstwetter und einem schönen Sonnenuntergang. Genau, und hoffentlich bis ganz bald beim nächsten Webinar. Schönen Abend und auch schönen Abend für mich. Dankeschön.